Live sehen. Da sind wir schon live. Genau, da sehe ich uns auch schon. Ich darf alle ganz herzlich begrüßen da draußen zu einem weiteren Live-Shift CX Talk hier am Donnerstagnachmittag. Mein Name ist Björn Hegemann von Congress Media. Ich bin bei uns der Moderator und darf hier immer wieder durch unsere Programme führen der virtuellen Art derzeit. Wir, das sind, ist Congress Media, wir sind ein klassischer Veranstalter, machen verschiedenste Events bis zum März. Diesen Jahres war das alles natürlich wesentlich in Präsenzform und seitdem sind wir aber auch komplett digital geworden und machen virtuelle Veranstaltungen und begleiten tun wir unsere virtuellen Veranstaltungen mit diesen Talk-Formaten, diesen wöchentlichen, wo wir uns immer wieder interessante Gäste einladen, mit denen ich über aktuelle Themen sprechen darf. Am Ende des Jahres sind das dann immer auch natürlich der Ausblick auf das nächste Jahr und die Trendthemen. Und hierzu habe ich heute als Gast an meiner Seite den Harald Huber, den ich hier jetzt mal in den Vordergrund bringe und ganz herzlich begrüßen darf. Hallo Harald. Hallo Björn. Hallo zusammen. Freut mich sehr. Sehr schön, dich dabei zu haben. Du bist Geschäftsführer von Unimira, der USU genau. GmbH. Habe ich das richtig so immer hintereinander gekoppelt? Also ihr seid eine Geschäftseinheit der USU, die genau. sich intensivst natürlich auch so mit Knowledge Management, Wissensmanagement, Themen und Software beschäftigt. Und Unimira ist sozusagen der Spezialist für die Anwendung dieser Expertise im Bereich der Chatbot-Technologie. So kann man sagen, absolut. Ja, genau. Knowledge Management, das ist ja quasi so unser erstes Standbein und danach kamen dann die Chatbots so ein bisschen als natürliche Erweiterung, genau. Das ist ja dann an dieser Stelle halt auch ein bisschen so die Interaktionsschnittstelle zur Wissensplattform, oder? Du meinst, der Chatbot die ist Julie die Interaktion? Myra, der Chatbot an der Stelle immer wieder. Ja, absolut. Nicht notwendigerweise nur, wenn du das so gemeint hast, zu Produkten von uns, sondern ein Chatbot sollte ja antworten und ein Chatbot sollte ja auch Services bieten. Und dann ist er natürlich eine Interaktionsschnittstelle zu den dahinter liegenden Hintergrund-Events oder Hintergrund-Services. Absolut, dafür ist ein Chatbot da. Und speziell, weil ihr, ich hatte das so ausgedrückt, der Chatbot ist natürlich noch für was anderes da, aber euer Fokus ist ja eigentlich an der Stelle schon immer auf so einer Knowledge-Base basierend aufbauend eine Chatbot-Lösung anzubieten. Jedenfalls war das unser Start. Also ich hatte ja da diesen Vortrag gehalten, auch bei euch, über Design-Patterns und jetzt in diesen Design-Patterns ausgedrückt, ist ein FAQ-Bot oder ein Teaching-Bot oder auch ein Guiding-Bot ein Bestandteil, der seine Inhalte von einer Wissensdatenbank zieht. Wir sprechen ja auch von sowas wie Active Knowledge, also aktives Wissen, was für uns in der Vergangenheit war, dass Dokumente Anwender auch geführt haben oder dass ich in einem Dokument an eine Stelle komme, wo ich irgendwas ausführen kann. Also Idealvorstellung, der Serviceagent kommt an irgendeine Stelle im Dokument und dann sagt zum Beispiel der Kunde, ich möchte mich, das läuft genau bei einem unserer Kunden im Verlagswesen so, ich möchte mich auf irgendein Event anmelden, die jetzt natürlich auch alle nicht stattfinden, ich möchte mich auf diesen Event anmelden, dann sucht er danach und findet direkt in dem System die Anmeldung, kann die direkt in dem System ausfüllen und kann sie direkt abschicken. Also das Wissen wird auch ein bisschen ein Service und das wäre jetzt ein Design Pattern Service Bot. Ein Service Bot ist dann einer, der nicht nur Antworten findet, sondern in der Wissensdatenbank findet, wie denn ein entsprechender Service anzutriggern ist. Insofern gibt es schon auch andere Services, die dahinter stecken. Und eigentlich, aus meinem Blickwinkel, macht das ein Chatbot auch attraktiv, dass er eben einem Anwender über ein einheitliches, wie man es dann immer so nennt, Conversational Interface, verschiedene Arten von Services erschließt und er sich nicht mit unterschiedlichen Oberflächen zurechtfinden muss oder verschiedene Bedienmodelle kennenlernen muss. Also man merkt schon, du hast tiefes Wissen, vielleicht auch nochmal zu dir, zu deiner Person. Du bist schon lange bei der USU, hast dort mitgewirkt an dem Aufbau dieser Knowledge Case Center Produktfamilie. So habe ich das in Erinnerung. Ist es richtig? Ich hoffe. Ja, ich weiß jetzt nicht genau, ob du das meinst, dass man das sieht, dass ich schon lange dort dabei bin. Nein. Aber tatsächlich. Oder Expertise. Ja, klar. Man hört es. Natürlich ist es so, ich bin jetzt bald 30 Jahre bei der USU, ja,
Und wir haben im Jahr 1996, 97 angefangen mit dem Bereich Wissensmanagement. Und seither mache ich eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, nichts anderes, ja. Und der Unimira-Chatbot-Ansatz ist dann, deswegen hatte ich das wohl so pointiert gesagt, dann natürlich eure Weiterentwicklung sozusagen eines neuen Frontends, eines Konversations-Frontends oder Dialog-Frontends zu so einer Wissensplattform. Absolut. Also wir hatten ja in der Vergangenheit die Situation, Anwender ruft an, landet beim Serviceagenten. Der Serviceagent weiß vielleicht nicht weiter, schaut deswegen in der Wissensdatenbank oder sein Arbeitgeber möchte, dass die Beantwortung qualitätsgesichert erfolgt, also anhand von standardisierten Vorgaben. Und der nächste Schritt war natürlich dann Self-Service zu bauen. Der Kunde selbst schaut in der Wissensdatenbank. Auch das war dann so unser Punkt, den wir gemacht haben. Aber manchmal, wenn ich halt einen gewissen Set an FAQs habe, an zu durchsuchenden Dokumenten, wird es für den Anwender zu schwierig. Und dann kam natürlich die Idee, wenn ich den Anwender vielleicht auch mehr an die Hand nehmen muss, um ihn zum Beispiel eine Problemlösung durchführen zu lassen, oder wenn ich ihn an die Hand nehmen möchte, um ihn beim Lesen auch eine gewisse Struktur reinzubringen und ihm was zu lehren, Teaching Design Pattern, dann macht so ein Chatbot schon Sinn. Und deswegen haben wir dann den Chatbot, genau wie du sagst, quasi als dritte Stufe, die Wissensdatenbank selbst, also den Chatbot als nächste Stufe unserer Entwicklung gebaut. Ja. Da seid ihr jetzt ja auch schon einige Zeit unterwegs und seid dann natürlich gut gesetzt halt auch im Bereich dieser Customer Service Bots, aber von dort natürlich ist die Reise jetzt weitergegangen. Ihr habt kürzlich auch erst auch euren eigenen Hausevent gemacht. Magst du vielleicht uns da noch mal ein bisschen erzählen, was ihr da diskutiert habt und was das Ergebnis war? Ja, es ist ja immer ein bisschen schwierig, dann direkt zu einem Ergebnis zu kommen. Aber es waren doch viele unterschiedliche Meinungsbeiträge, die da mit reingekommen sind. War ein ziemlich großer Event und wir waren überrascht, wie hoch das Interesse ist an dem Thema Chatbot. Ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt ist immer diese Diskutiererei um, wie schlau ist denn eigentlich so ein Chatbot und welche Rolle spielt künstliche Intelligenz und was projiziere ich alles damit rein? Ich bin ja manchmal so ein bisschen KI-Skeptiker, weil ich immer denke, KI ist zumindest definitionsgemäß erstmal ein Wunsch, also das Imitieren intelligenten Verhaltens, was aber noch lange nicht sagt, was denn tatsächlich gemacht wird. Und mancher drückt sich so, war das auch in der Besprechung oder in der Veranstaltung, zumindest von Teilen mitgetragener Tenor, mancher drückt sich durch, ich brauche halt KI, durch diese Formulierung drückt er sich um eine konkrete Formulierung dessen rum, was er denn wirklich möchte. Und man erwartet dann schon ein bisschen Wunder. Früher gab es bei Anwendungsentwicklern so einen Schaltplan, da stand irgendwas drauf und dann kam, hier geschieht ein Wunder und dann gab es die Ergebnisse. Ich dachte früher, das sei ein Witz, aber manchmal ist es heute sehr ernst gemeint. Wir hatten dann auch neben dieser Diskussion KI macht natürlich schon an manchen Stellen Sinn, aber sie braucht natürlich auch eine Menge an Daten, um entsprechend trainiert zu werden. Wir hatten einen Vortrag, wo es darum ging, wie die Qualität von Dialogen zu gestalten ist. Und das ist ein wichtiger Punkt. Das haben wir jetzt vor kurzem auch gelernt. Also die Gestaltung eines Chatbot-Dialogs macht eigentlich erst den Chatbot so handsome, so freundlich, so nett. Das ist ein wichtiger Aspekt gewesen. Es waren so Diskussionen, die am Vormittag liefen. Am Nachmittag hatten wir dann so eine Hands-on-Veranstaltung, wo die Anwender sich das auch ein bisschen themenorientiert, ein IT-Self-Service-Bot, ein Bot im HR-Bereich, ein Bot im Marketing-Bereich oder ein Bot ganz allgemein im Customer-Service-Bereich, wo die das auch selber ausprobieren konnten. Und ich denke, den meisten hat es ziemlich gut gefallen. Also wir haben nur positives Feedback gehört und im Schwäbischen gilt ja eh nicht geschimpft, ist klug genug. Insofern war das wirklich eine extrem positive Veranstaltung. Sehr schön. Ich war auch teilweise dabei und insbesondere halt auch bei diesen Workshops habe ich immer wieder reingehört. Es sind ja die unterschiedlichen Anwendungsfälle. Customer Service Anwendung, Marketing oder intern. Du hast es vorhin in Design Patterns ausgedrückt, was ja dann noch ein bisschen differenzierter runtergebrochen ist unterhalb dieser großen Anwendungscluster. Aber bleiben wir mal bei diesen großen Bereichen. Wie siehst du denn da, wie wird das heute von den Unternehmen schon umgesetzt? Also wie weit sind Sie jetzt allein für diese drei Bereiche, Chatbot-Anwendung im Customer Service, im Marketing, also in der Kundenaktivierung für neue Lead-Generierung, für einen Service vor dem Verkauf und im Vergleich zum internen Bereich? Wo würdest du sagen, wo liegt der Hauptfokus derzeit?
Also natürlich ist es immer wieder ein bisschen so eine Frage, was genau verstehe ich denn jetzt unter einem Chatbot? Wenn ich sowas wie ein IT-Self-Service anschaue und offensichtlich im Ausland häufiger, das sehe ich so nicht, in Deutschland ist mir das nicht so oft begegnet, wenn ich einen IT-Service über Teams oder Ähnliches anbieten möchte, also primär Teams, theoretisch auch Slack, dann spielen häufig solche Virtual Assistants eine gewisse Rolle. Das ist sicherlich etwas, was intern passiert. Wenn man das jetzt gleich Chatbot nennen mag, weil, sag mal, der Vorrat, also wie gesagt, ich stelle mir ein Chatbot immer vor wie eine Maschine oder wie einen großen Schrank, in dem verschiedene Antworten und Services drin sind. Und alles, was die Maschine macht, ist, dass sie auf eine bestimmte Anfrage versucht, die passende Schublade zu finden. Da ist dieser Service drin oder da ist diese Antwort drin. Und dann gibt es Chatbots, die haben 10, 15 Antworten. Da sage ich, naja, das ist jetzt vielleicht nicht so. Da ist die primäre Aufgabe des Chatbots, den Channel zu bedienen und einfach eine Message-getriebene Konversation zu unterstützen oder ein Message-getriebenes User-Interface zu unterstützen. Und das passiert intern durchaus im Bereich IT. Ansonsten würde ich meinen, ist der häufigste Anwendungsbereich der Customer Service. Da sehe ich jedenfalls am meisten. Manchmal hat es einen diesen Marketing-Charakter. Da gibt es dann eigentlich zwei. Das ist einmal dieses tatsächlich Lead sammeln, also in Form von einem Chatbot dann nach einem Dialog die Kundendaten zu erfragen und entsprechend ein Lead anzulegen. Der zweite Punkt, den halte ich aber fast für erfolgreicher, soweit wie ich das sehe, das ist dann immer, wenn Chatbots irgendwelche Kunden auch spielerisch in die Angebotswelt des Lieferanten mit einführen sollen. So das ganz bekannte Beispiel des Maggi-Rezepte-Bots oder auch jetzt meinetwegen in unserem Beispiel bei der Krankenkasse, wenn sie ihre Leistungen in einer bestimmten Lebensphase darstellen möchte. Da kann ich dann natürlich auch nicht nur Kundenanfragen bedienen, sondern ich wecke eigentlich Interesse, was ich jetzt eher dem Marketing zurechnen würde. Die Frage bei Maggi nach einem veganen Rezept mit Reis oder sowas würde ich jetzt nicht notwendigerweise als Kundenservice interpretieren. Dafür hätte ich früher nicht angerufen. Das ist schon so ein Marketing-Aspekt, um meine Produkte auch tatsächlich in den Markt zu bringen. Die Trennung zwischen Marketing und Customer Service ist ja hier eigentlich eine Trennung aus Unternehmenssicht. Ne? Also der Kunde trennt das ja gar nicht so, oder? Überhaupt nicht. Also früher hat man ja auch gesagt, der Customer Service ist das neue Marketing. Also das geht ja immer mehr übereinander über. Und das halte ich auch für vernünftig, weil letzten Endes, du kannst viel über deinen Service reden und viel über deine Produkte sagen. Zum Schluss werden es die Anwender doch merken. Und erst dann, wenn dein Marketing auch wirklich mit Erlebnis gekoppelt ist, ist es erfolgreich, sonst funktioniert es ja sowieso nicht. Ja, aber dann müssen wir ja schon, können wir eigentlich gar keinen Marketing-Bot oder Chat oder Customer-Service-Bot getrennt aufsetzen, oder? Also wenn wir jetzt so einen Maggi-Rezepte-Bot hernehmen, irgendwann wird er mir vielleicht irgendwie ein Maggi-Produkt oder irgendwas empfehlen und dann habe ich noch eine Rückfrage zu irgendwelchen Zusatzstoffen, die da drin sind oder nicht drin sind. Und dann bin ich ja schon in diesem Übergang von, ist das jetzt noch aktivierend, so generell spielerisch oder ist das jetzt schon eine Serviceanfrage? Ganz großes Thema. Ganz großes Thema. Denn das größte Problem ist ja, dass ich einen Chatbot baue für genau ein Thema. Er ist abgeschlossen, er weiß sonst nichts. Und sobald ich jetzt so einen Übergang im Prozess habe, stoppt's. Das ist ja eigentlich auch genau die Idee, wohin wir gehen möchten, was für uns die Zukunft ist und wo wir jetzt eigentlich, ich hatte es auch damals in der Veranstaltung dort gesagt, da hat man noch viel weniger Erfahrung. Wir nennen das ja immer dieses Bot-Universe. Also wir möchten in die Lage kommen, dass ein kleiner Bot mal beginnt und der dann immer Brüder und Schwestern bekommt, sodass ich jetzt hier als Anwender gar nicht merken würde, dass ich eigentlich in einen neuen Expert, wie wir es dann nennen, also ein Bot-Universe besteht aus verschiedenen Experts oder sagen wir, es ist ein Team aus verschiedenen Teammitgliedern. Und jetzt möchte ich direkt meine Frage dann halt von einem anderen beantwortet bekommen. Und ich möchte in der Lage sein, so ein Bot-Universe Stück für Stück zu erweitern. Denn tatsächlich, der Anwender interessiert sich nicht dafür, was die Aufgabe des Chatbots ist. Der hat eine Frage. Ganz, ganz klar. Das ist exakt der Punkt, den du ansprichst. Was muss ich jetzt gleich halten und was muss ich jetzt differenziert halten bei so einem Chatbot-Universe? Weil ich mir vorstelle, die Dialogqualität oder der Tonalität sollte ja jetzt für mich als Anwender nicht unterschiedlich sein, ob ich nun gerade mit dem spielerischen Marketing-Bot interagiere, der mir halt irgendwelche Preisausschreiben mich involviert und mich sehr jovial anspricht und dann stelle ich eine Frage zum Produkt und ich werde an den Service-Bot weitergeleitet, der vielleicht nicht mehr so
leicht und locker daherkommt, sondern viel strenger daherkommt. Also da müssen wir ja einiges festhalten, was eigentlich über alle Bots gleich ist, aber dann, wo sind dann die Unterschiede? Also sag mal, die Frage würde sich bei jeder Art schriftlicher Kommunikation mit einem Unternehmen stellen. Das gilt ja genauso für die Webseite, das gilt genauso für Handbücher oder Ähnliches. Ein gewisser Tonalitätsunterschied ist möglicherweise nur ertragbar für einen Anwender, aber ansonsten so ein Tone of Voice eines Unternehmens muss einigermaßen gleichbleibend sein. Es wird sich sicherlich entwickeln. Also das wäre schon eine Annahme, die ich habe, dass nicht jeder Bot so eine ganz extrem ausgeprägte Personalität hat. Denn ansonsten wäre das Erlebnis jetzt auch nicht so wahnsinnig angenehm, wenn ich mit dem Marketing-Bot rede und dann gehe ich hinterher auch noch auf eine andere Seite und auf einmal redet dieser Customer-Service-Bot in einem ganz anderen Tonfall mit mir. Das wollte ich auch nicht. Insofern sehen wir das schon genauso wie bei anderen Schrifterzeugnissen. Bot ist in dem Fall dann natürlich so ein redaktionelles Erzeugnis, bei dem ich mir dann überlegen muss, was ist mein Tone of Voice, und das muss ich natürlich dann auch in meinen verschiedenen Teil-Chatbots meines Angebotes einheitlich durchhalten. Muss natürlich einen Redaktionsanspruch geben, muss jemand geben, der diese Einheitlichkeit der unterschiedlichen Redaktionserzeugnisse sicherstellt. Klar. Wie du sagst, genau. Das macht das, ich meine, wir haben ja jetzt schon immer über die Herausforderungen beim Chatbot-Design gesprochen, wo wir natürlich die unterschiedlichsten Fragestellungen oder Entscheidungswege, Entscheidungsbäume aus Kundensicht halt irgendwo antizipieren und abbilden müssen. Mhm. Und wenn wir jetzt noch in so ein Bot-of-Bot-Universe-Konzept reinkommen, dann ist das überhaupt noch handelbar für die Unternehmen? Na, sagen wir mal, das ist auf jeden Fall, das zeigt absolute Erfahrung, handelbarer als ein riesiger Bot. Und wenn ein Anwender irgendwann halt, also da sehe ich schon ein Problem im Markt. Also wir haben jetzt gerade mit jemandem unterhalten, der ein Projekt von durchaus beträchtlicher Größe angeführt hat für einen Chatbot von 20 Intents. Naja, okay, dann kann ich aber auch wirklich eine FAQ-Seite machen. Mit diesem Dienstleistungsangebot eines Chatbots ist es schwierig zu verargumentieren, warum ich denn wirklich so ein leistungsfähiges Environment aufbauen muss. Wenn ich dann aber eben einen reicheren Antwortschatz aufbaue, es passt jetzt auch gerade in die Zeit, allein die Antworten rund um Regulierung zu Corona, das ist so umfangreich. Jetzt wird aber natürlich das Thema Impfen dazukommen. Wenn ich jetzt all das in den gleichen Chatbot reinbauen muss, dann wird es so umfangreich, dann sind es 300, 400 Antworten, die da gegeben werden müssen. Auch da müsstest du ja dann, wenn sie von unterschiedlichen Menschen generiert werden, einen einheitlichen Tone of Voice aufbauen. Aber ein Mensch wird nicht verstehen, warum er den einen Bot fragt, sag mal, wo gehe ich hin zum Testen lassen? Und dann sagt er, und wo gehe ich hin zum Impfen lassen? Dann musst du einen anderen Chatbot fragen. Das ist nicht nachvollziehbar. Von daher glaube ich schon, dass die Pflege und die Qualitätssicherung in diesen kleinen Einheiten viel besser machbar ist, dass aber das Anwendererlebnis viel komfortabler ist, wenn er sich nicht nur überlegen muss, zu welchem Chatbot gehe ich denn jetzt, wenn ich eine Frage habe. Was sind da so deine Trends fürs nächste Jahr? Ist das der große Trend, dass wir hin zu so ein Bot-Universum kommen, und wie bilden wir das dann noch ab, wenn, ich meine, ihr seid im Customer Service, habt ihr euer Bereich fokussiert, es gibt andere Bot-Anbieter, die sich natürlich in anderen Anwendungsszenarien auch spezialisiert haben, die vielleicht heute schon parallel unterschiedlich für unterschiedliche Anwendungsszenarien einsetzen. Wenn ich von Bot-of-Bot-Universum spreche, dann muss es ja nachher da auch irgendwo so eine Integrations- und Interoperabilität zwischen den Bots nachher geben und den Bot-Lösungen. Ja, ist absolut. Das, wo wir hin entwickeln nächstes Jahr? Naja, das mit der Zukunft ist immer so eine Sache. Also in Zukunft hat ja dann auch immer viel mit, ich weiß es nicht, zu tun oder mit einer gewissen, ja, ich glaube halt dran, dass es sowas dann so wird. Aber ja, das ist das, was wir glauben. Wir haben deswegen dieses Bot-Universe auch als Open Source geplant, also so, dass andere Anwender da auch mit drauf zugreifen können, andere Anbieter mit drauf zugreifen können. Und wenn dann jemand halt sagt, das haben wir auch im Rahmen eines Forschungsprojekts implementiert. In dem Forschungsprojekt geht es darum, dass ein Mensch, das ist natürlich noch relativ weit weg von der realen Umsetzung, aber einfach mal in Beispielen durchgespielt, ein Mensch geht mit einer Augmented Reality Brille in einen Raum, in sein eigenes Wohnzimmer, so ist eigentlich der Use Case, und möchte schauen, ob er ein Möbelstück in diesem
virtuellen Raum gut unterbringt. Also so der typische Kauf, ich kaufe Möbel übers Internet, da kriege ich eigentlich keine Beratung. Also wird das Möbelstück über die Augmented Reality Brille ihm eingeblendet und er kann in seinem Raum das Möbelstück platzieren und wird dabei von einem Chatbot beraten. Nicht von einem realen Menschen, sondern von einem Chatbot und der Chatbot berät ihn in Konfigurationsalternativen des Möbelstücks und in ein Stück weit auch in den Aufstellungspotenzialen des Möbelstücks. Also meinetwegen, Sie müssen daran denken, dass es ein Schlafsofa ist, dann sollten Sie auch vorne im Fußraum entsprechend Platz halten. Durch die Augmented Reality Brille sieht er ja, was da in dem Raum passiert. Und der Bot kann auch die entsprechenden Abstände messen. Und wenn du jetzt einfach mal durchgehst, wie viel Variante Dialogsituationen sich da ergeben, ist es eigentlich nicht pflegbar. Und so haben wir das dann erfunden und da arbeitet ein Rasa-Bot. Rasa-Bot ist ja dieses wirklich KI-basierte Konzept mit unserem eher Pattern-Matching-basierten Bot zusammen. Und du merkst den Übergang nicht, weil die einfach in diesem Bot-Universe zusammenarbeiten. Soll so eine Antwort auf deine Frage sein? Ja, wir glauben wirklich, dass es dahin geht, dass wenn ich schon einen Bot habe und ich möchte ihn erweitern, dann möchte ich mir vielleicht auch einen anderen Bot dazu kaufen können. Und dann muss es irgendwie eine Plattform geben für so eine Art Bot-Interoperation. Interoperabilität, sodass die Bots eben Informationen austauschen können, sagen können, hey, das ist jetzt nicht mein Job, jetzt mach du das mal bitte. Genau, das ist schon eine Zukunft, von der wir glauben, dass es ziemlich cool sein könnte, weil wenn du dir vorstellst, dass gerade bei solchen KI-basierten Bots, da hast du immer das Problem, dass die Dinge was lernen müssen. Das zieht sich ja. Und ein ganz großes Problem ist der Aspekt der Qualitätssicherung. Also wann weiß ich denn, dass er jetzt so viel gelernt hat, dass mir meine Anwender nicht davonlaufen? Wenn das die Anwender selber rauskriegen müssen, ist das ziemlich mühsam. Also muss ich ja irgendwie so eine Qualitätssicherung haben. Und theoretisch, wenn der jetzt 400 Fragen beantworten kann, dann sollte ich alle diese 400 Fragen nochmal ausprobieren, wenn ich das Ding neu trainiert habe. Macht natürlich keiner. Und von daher ist so ein kleineres Ding, von dem ich weiß, die Qualität ist gut, den kann ich mit reinnehmen. Sehr, sehr viel vernünftiger und, glaube ich, Erfolgskonzept für den Einsatz von Chatbots. Modularisierung und Teile und Herrsche war immer unser Konzept in der ganzen Industrie. Und dann glaube ich, dass es für Chatbots auch keine blöde Idee ist. Das ist jetzt mal so die Sicht natürlich der Technologieentwickler, was nice to have wäre, wenn sich das dahingehend entwickelt. Wo stehen wir denn in der Realität? Ich meine, wir haben ja jetzt über dieses Jahr doch einen gewaltigen Sprung gemacht bei der Chatbot-Umsetzung. Also wenn ich mir überlege, was wir irgendwie diskutiert haben in der Vorbereitung zu der Shift CX dieses Jahres, wo es alles noch vor Corona war, da war es so Chatbot, ja, sprechen wir mal über die Potenziale und warum sollten wir das denn haben? Und dann kam Corona und danach war es immer noch, wie kriegen wir das jetzt schnell genug halt irgendwie hingesetzt, um die kritischsten Fragen zu damit bedienen zu können, oder? Ja, absolut. Ich glaube, das ist aber auch krisentypisch. Also ich glaube nicht, dass sich das auf die Technologie direkt ausgewirkt hat oder auf Konzepte oder Ähnliches. Aber was wir in den Unternehmen bemerken, ist sicherlich ein Handlungsdruck. Und Handlungsdruck ist manchmal nicht schlecht. Und auf der anderen Seite, was wir auch gemerkt haben, ist, dass man mit einer gewissen Genügsamkeit rangeht, mit einer gewissen pragmatischen Genügsamkeit. Also ein ganz typisches Problem bei Projekten ist ja immer so, dass man kein Ende findet beim Anforderungen beschreiben. Man hört gar nicht auf und irgendwie sagt man dann, also wenn es nicht perfekt ist, dann brauchen wir gar nicht an viel anfangen. Man hat Angst davor, dass wenn das Projekt nicht zu 100% erfolgreich ist, dass man dann irgendwie in der unternehmensinternen Hierarchie so ein bisschen unter, das bestimmt in keinem der Unternehmen so von Leuten, die jetzt zuhören, aber grundsätzlich ist ja sowas vorstellbar, dass eben man liefert ein Projekt ab und die Leute sagen, das hätte auch besser sein können. Schon wieder so ein schwäbisches Argument. Aber in der Krise sagt man dann halt, jetzt machen wir einfach. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, der einfach so Dinge zum Laufen gebracht hat. Das haben wir genauso erlebt. Man hat einfach gesagt, ich muss jetzt diese, vielleicht in meinem Fall mal die Krisenkommunikation hinkriegen. Ich muss jetzt auch im Bereich von Reiseanbietern, die natürlich dann wirklich in so einer Informationspflicht drin waren, da haben wir das erlebt. Ich muss natürlich sicherstellen, dass die Kunden einfach die richtige Information haben. Und auf einmal haben sich die Fragen ja ganz stark verschoben. Dafür waren nicht so viele Mitarbeiter da, dann ist da einfach ein Handlungsdruck da und dann ist viel passiert. Ja, das war aber es war auch gut.
fand ich so, wenn ich die Projekte rückblickend betrachte, war schon die Stunde mehr so dieser Pattern-Matching-Ansätze. Also weil man ja schnell Ergebnisse, also sprich klarer klarer Zuordnung von ganz bestimmten Fragestellungen zu ganz bestimmten Antworten, die wir vordefiniert sozusagen im System haben, weil wir natürlich sehr schnell in diesem Jahr halt auch immer schnell Antworten liefern mussten und nicht erst in KI-Prozesse, wo wir erst einen Bot lernen müssen, zu verstehen, was kommen denn da für Fragen etc., oder? Absolut. Du bist ein genauer Beobachter des Marktes, das sehe ich genauso. Also übrigens, das würde ich auch sagen, das ist etwas, was wir in der Krise gelernt haben, wo ich auch glaube, dass der Markt was dazulernen darf oder dazugelernt hat. Chatbots werden häufig gesehen als so eine Art Steady State, als so ein Service in einer sich nicht mehr ändernden Welt. Ich habe ein Produkt seit 4 Jahren auf dem Markt und jetzt kann ich einen entsprechenden Chatbot bauen und dann kann ich meine Mitarbeiter aus dem Service Center auf ein anderes Thema schicken. Jetzt sollte es doch bitte der Chatbot machen. Das wird nicht funktionieren, denn für bekannte Themen gibt es auch nicht viel Fragende. Der entscheidende Punkt war, dass Chatbots verwendet werden konnten, um Neues zu kommunizieren. Also tatsächlich, wenn die Bundesregierung gerade fertig geredet hat, kommen die ersten Fragen in den Chatbot rein. Und meistens sogar, bevor sie anfängt zu reden, wobei dann der Chatbot natürlich sagt, keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Und das ist nicht anders wie über ein Pattern-Matching möglich. Wobei, wenn ich da nochmal ganz kurz so auf die nächsten Schritte kommen darf, was wir machen werden, ist, dass wir KI und Pattern-Matching ein bisschen verheiraten. Nachdem du das so genau technisch aufgebracht hast, ist es einfach dann so, dass der Bot Fragearten kennt. Also zum Beispiel ist es ja ein Unterschied, ob ich jetzt frage, wie viel Liter passt denn in den Tank? Oder ich frage, was für einen Sprit kann ich denn tanken? Was für einen Bot oder für KI-Prozesse sehr einfach ist zu erkennen, ist, ob das jetzt eine Maß- oder ob das eine Wie-viel-Frage ist. Das Pattern aber kann man dann noch zusätzlich erkennen. Also, dass es meinetwegen um Benzin geht oder dass es eben um Tanken geht. Und die Kombination aus beidem, sodass der Bot dann weiß, der stellt eine Wie-viel-Frage rund um das Thema Tanken, macht es dem Bot natürlich sehr viel einfacher, die passende Antwort zu finden. Aber die Trainingszeit ist gleich null. Und die Trainingsmenge ist natürlich riesig, weil es gibt sehr, sehr viele Wie-viel und es gibt sehr, sehr viele Warum und es gibt sehr, sehr viele Wann-Fragen in deutscher Sprache. Und natürlich auch in anderen Sprachen, übrigens gerade Sprachen. Also sprich, der Einsatz von KI zur Konkretisierung der Fragestellung. Exakt. Finde ich einen total coolen Ansatz. Also sehe ich so im Markt leider nicht, aber das wird die Zukunft sein, weil du musst schneller werden. Bots müssen schneller werden. Aber mit dem, dass sich der Benutzer natürlich an Chatbots gewöhnt, wird er auch Fragen stellen, die noch ein bisschen weiter gesponnen sind und er möchte sich vielleicht noch stärker inspirieren lassen. Und da kommen wir dann doch wieder in die Welt sozusagen natürlich dieser stärker auf KI basierenden Was wäre wenn oder irgendwelchen neuen sozusagen Verknüpfungen herstellenden Bots sozusagen. Kommt die Stunde dann für die KI-Bots erst noch? Ich glaube schon, dass die auf jeden Fall erst noch kommt. Du hast ja KI an verschiedenen Stellen. Du hast einmal so in diesem NLP-Prozess, wo typische Entity Extraction, also ich möchte wissen, dass der meinetwegen einen Termin vereinbaren möchte oder er hat sogar schon einen Termin vorgeschlagen, das wäre jetzt Entity Extraction. Das wäre so ein typischer KI-Prozess, gibt sicherlich auch den KI-Prozess, klar, gerade angeführte Klassifikation. Also ich bekomme eine Frage und möchte sie auf eine Antwortenklasse mappen. Aber dann gibt es eben auch, und das ist das, was du anführst, absolut vorstellbar, dass man die Dialoge analysiert und aus diesen Dialogen heraus dann auch wieder neue Dialogvorschläge macht. Im Moment ist es aber noch ganz stark im Bereich der Dialogdesigner. Und was wir auch feststellen ist, es gibt ja auch Grenzen von Chatbots. Und eine ganz typische Grenze ist, immer mal wieder der Anwender. Was wir beobachten, ist, dass Anwender häufig nur sehr konkrete Fragen stellen können und manchmal auch nur konkrete Antworten verstehen. Ich mache ein Beispiel, das ist dann einfach so am greifbarsten. Ein Anwender, wir kennen die natürlich nicht, ist ja immer anonym, stellt die Frage, darf ich mit meiner Schwester im Auto sitzen? Also jetzt Corona-mäßig, sagt der Chatbot, sie dürfen in einer Fahrgemeinschaft mit, glaube ich, 5 Menschen, weiß ich jetzt nicht mehr, zusammensitzen, die aus 2 Haushalten stammen. Insofern die alle verwandt sind, darf auch die Anzahl der Haushalte überschritten werden.
Frage war, ja, darf ich mit meiner Schwester zusammen im Auto sitzen? Nein. Jetzt wird es aber schwierig. Also, du weißt, wie ich meine. Du hast natürlich manchmal das Problem, dass der Mensch, der die Frage stellt, sie sehr konkret stellt. Das ist schwierig genug. Da ist aber natürlich Pattern Matching und Klassifikation Verfahren, das dann im Laufe der Zeit auch immer besser werden kann, was natürlich eine gewisse Themenstabilität voraussetzt. Wenn das Thema nur noch die Wie-Frage oder die Wie-Viel-Frage ist, dann geht es. Aber wenn jemand halt die Frage, die pauschalisierte Antwort nicht versteht, dann komme ich natürlich in so Grenzen rein. Und da geht es dann so in auch das Schreiben der Antworten, wie mache ich das möglichst verständlich? Wie kann ich auch eine Rückfrage stellen, um den Anwender dann passend zu einer konkreten Fragestellung hinzuführen? Also wenn meinetwegen jemand nach einem, ich weiß nicht mehr genau, wie das hieß, also wenn jemand nach seinem Weihnachtsfest der Bahai sucht oder das Neujahrsfest der Bahai sucht und einen Fachbegriff verwendet, dann kann der Bot wahrscheinlich das Fest nicht kennen. Man kann nicht wissen, dass es eine religiöse Veranstaltung ist, immer in diesem Corona-Beispiel gesprochen, aber wir können ja natürlich zurückfragen, Sie möchten feiern, was möchten Sie denn feiern? Und das ist dann aber wieder so eine Designer-Intelligenz, wo ich mir schon vorstellen kann, dass die mittelfristig auch durch KI unterstützt wird. Das sehe ich sehe das im Markt noch nicht, dass es dafür Intelligenz gibt. Also künstliche Intelligenz. Mal stärker in Richtung der Einbindung von den Chats in die Geschäftsprozesse gefragt. Da war es natürlich auch dieses Jahr aufgrund natürlich der Ad-hoc-Lösungen, die geschaffen werden mussten, oftmals so, dass die Chatbots natürlich nicht vollends in Serviceprozesse eingebunden sind, sondern manchmal auch als losgelöste Projekte ja oftmals Ja, einfach ganz schnell okay. aufgesetzt wurden. Was siehst du da fürs nächste Jahr? Kommen wir dazu, dass es da jetzt integriert und dann halt auch noch stärker verzahnt wird mit anderen Customer Service Prozessen? Ganz sicher, muss ja sein. Also, vorhin sagte ich ja, ein Chatbot profitiert oder der Anwender eines Chatbots profitiert davon, dass der Chatbot ihm den Schlüssel in die Hand gibt, auf verschiedenartige Services zuzugreifen. Also meinetwegen, wenn ich mit einer Bank kommuniziere und ich an der gleichen Stelle sagen kann, du, ich habe meine Kreditkarte verloren oder ich brauche eine neue Kreditkarte oder wo ist denn der nächste Geldautomat oder also ich, wenn ich, ja, oder meinetwegen, ja, wo finde ich denn raus, welche Sollzinsen ich zahle, wenn ich all diese Geschäftsprozesse über ein und dieselbe Schnittstelle machen kann und den Einstieg in diesen Dialog auch sprachlich finden kann, dann ist das ein wirklich guter Service, wenn der mir dann aber immer nur eine Antwort gibt und sagt, also wenn du diesen folgenden Service verwenden möchtest, habe ich dir hier einen Link. Genau. Das Geh auf die sehe ich aber Webseite, füll nicht. das Formular aus. Richtig, das geht nicht. Und von daher absolut wird es so sein, dass Chatbots und Services immer mehr integriert werden. Und wir erleben das jetzt auch gerade. Da machen wir jetzt so, wir kommen ja ein bisschen aus dem IT-Self-Service. Da sehen wir einfach, dass man, wenn man Chatbot wirklich in IT-Self-Service reinbringt, massive Vorteile erleben kann, weil so ein Chatbot einfach auch ein flexibles Interface hat. Also Beispiel, du willst ein Ticket aufgeben, dann kann der Chatbot gleich mal sagen, warte mal, wir haben gerade eh eine Störung. Also das könnte ein Formular natürlich auch, aber jeder weiß, dass es natürlich eine ganz andere Wirkung hat. Und wenn ich dann ein bestimmtes System, da kann er mich fragen, mit welchem System hast du Schwierigkeiten? Ist es SAP oder ist dein Arbeitsplatzsystem? Dann sage ich vielleicht, mein Arbeitsplatzsystem, kann er mir einen FAQ-Bot anbieten, also wieder dieses Konzept der verschiedenen kleinen Bots, die zusammenarbeiten und sagen, guck mal nach, ob du da vielleicht eine Lösung findest. Und was wir da noch gebaut haben, ist, dass dieser kleine Chatbot auf dem Client auch noch irgendwelche Aktionen ausführen kann und meinetwegen nachgucken kann, wann hat denn der Herr Huber seinen Arbeitsplatz das letzte Mal neu gestartet. Da bin ich so ein Typ dafür. Ich nehme den Rechner meistens bloß im Schlafmodus mit nach Hause, was dann das Betriebssystem nach mehreren Tagen mit unwilligem Verhalten quittiert. Und dann sagt halt der Chatbot, jetzt bevor du dir ein Ticket anlegst, fahr mal deinen Rechner wieder runter und fahr mal wieder hoch und dann sehen wir mal, wohin wir kommen. Und dann hast du wirklich so ein integriertes Servicekonzept, das auch, und das finde ich das Faszinierende, durch redaktionelle Kräfte optimierbar ist. Also du brauchst dann keinen Techniker, der sagt, na, wie schreibe ich denn jetzt hier dieses Datenablesen, sondern du hast jemand, der einfach den Prozess modelliert und sagt, in dem Fall, da machen wir jetzt Folgendes, weil da haben wir die und die Ergebnisse gehabt. Und er kann das dann entsprechend eben optimieren. Und das sage ich schon, da wird man mit Chatbots in eine deutliche Reduktion von Serviceaufwänden kommen. Ein deutlicherer Schritt, als wir mit anderen Technologien vorher hatten. Das ist aber nur dann vorstellbar, wenn sie enger mit bestehenden Prozessen verzahnt. Absolut, das muss Wie kommen. viel,
wie viel wird, also wir haben ja jetzt auch in den vergangenen Konferenzen jetzt im Herbst immer wieder natürlich über die Customer Journey Komplexität und die Ausgestaltung gesprochen. Wie viel ist deine Einschätzung, wie viel wird der Chatbot an bestehenden Kontaktpunkten, die es bisher gibt, sich einverleiben und das halt einfach in Zukunft besser abbilden? Müssen eine Prozentzahl hören? Ungefähr meine Einschätzung. Also ich denke, ihr habt da bestimmt eine Geschäftsvision, was ihr halt alles noch in euer Chatbot-Business reinholen wollt. Ja. Du, um ehrlich zu sein, heute sind ja vielleicht in 2-3%. Mehr würde ich da jetzt gar nicht sehen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es die 30% erreicht in einigermaßen absehbarer Zeit. Ob es jetzt deutlich darüber hinausgeht, vermag ich nicht zu sagen. Aber ich mache jetzt das Beispiel IVRs. Mit IVRs schlagen wir uns alle rum. IVRs sind doch sehr, sehr mühsam und meistens eben nicht im Fachbereich pflegbar. Das ist ja wieder so ein Aspekt. Und wenn ich dann, ich habe ein bisschen ein komplexeres Problem mit meinem Smartphone, seit ich da die SIM-Karte gewechselt habe. Ich rufe gerne dann, weil ich habe es probiert, bevor ich mich durch all diese IVR im Kreis rumlaufereien durchgetastet habe, ist eigentlich all die Arbeitszeit verloren, wo ich sage, naja, dann lebe ich halt mit dem kleinen Manko, so ist es halt. Da wäre es natürlich praktisch, wenn diese IVRs nicht diese Komplexität aufweisen würden wie heute, sondern wenn die eher Chatbot-ähnlich wären. Gut, es wäre natürlich ein Voicebot. Das ist schon mal ein ganz schön großer Teil der Dialoge. Wenn ich mir danach anschaue, was alles auf Webseiten steht und wie groß Webseiten sind, also ich kann, wenn wir jetzt im Telekommunikationsbeispiel weitermachen, ich kann mich irgendwo über die neuen Tarife informieren, ich kriege dann aber dann doch vielleicht noch eine Mail oder sogar einen Brief, in dem mir ein neuer Tarif vorgeschlagen wird. Da war vorgestern was. Was war das nochmal für ein Angebot? Jetzt müsste ich mir nochmal irgendwie die... Also das wäre nicht... Warum sollte das nicht über den Chatbot laufen können? Wir haben aktuelle Störungen. Ich möchte unterstützt werden, wenn irgendein Problem auftritt. Ich möchte meine Rechnung erklären lassen. Und wenn ich jetzt all diese Themen zusammennehme, die eigentlich alle heute schon digital laufen, und ich sage, das könnte ich eigentlich an einem Ort machen. Ich muss nicht durch die ganze Webseite durchgucken und sagen, wo stehen denn jetzt eigentlich die Störungen oder wo stehen denn eigentlich die treue Kundenangebote oder Ähnliches. Also jetzt im Telekommunikationsbereich nicht unbedingt gibt. Aber wenn ich all das über einen Chatbot nehme, dann halte ich jetzt 30% für nicht übertrieben. Und ich glaube, dass sogar die Firmen in der Erstellung ihrer Serviceinfrastruktur davon profitieren werden, weil die Kosten sind auch nicht höher als, da schrecken sie ja manchmal davor zurück, weil du musst ja alles redaktionell bearbeiten. Das muss deine Webseite auch, das muss deine FAQs auch. Und Chatbots haben einen ganz extremen Vorteil, das haben wir auch im Zusammenhang mit unserer Konferenz erlebt, da wollten wir das dann ganz bewusst ausprobieren. Chatbots sagen dir, welche Fragen die Leute haben. Das hat erstmal, also Chatbots sind auch so ein Stück Marktbefragungstool und können mir einen Überblick geben dessen, was denn eigentlich die Leute tatsächlich nachfragen. Und wenn ich das alles zusammennehme, dann ist so ein Drittel meines Kontaktes mit einer Firma über so einen automatischen Interaktionsagenten absolut vorstellbar, glaube ich schon, dass wir da hinkommen können. Aber wichtig dabei ist dann doch wieder, dass wir natürlich diese Modularität einhalten, weil wenn dann der Kritik an den Voice-Systemen ist ja im Endeffekt, dass sie so sperrig sind und oftmals ist das ja daraus abgeleitet, weil sie in der Vergangenheit als Monolith sozusagen aufgesetzt wurden. Ich meine, da gab es immer nicht dieses Service as a Service oder so ein Service-Architektur-Modell mit verschiedenen Modulen sozusagen, sondern es war, ist ja immer ein Monolith gewesen. Okay, jetzt klicke 2, 3, 4 oder sonst was, dann kommst du zu dem Bereich. Und liegt da in der das Hand kann ja auch passieren, wenn Unternehmen sozusagen mit Chatbots anfangen und dann in einen Chatbot immer mehr reinbauen und dann kommen sie nachher eventuell auch in das Problem, dass sie da einen Chatbot-Monolithen gebaut haben, der eventuell nachher ähnliche Negativerfahrungen bringt wie so ein Voice-System, oder nicht? Wohl schon, und Heiner Meier ist der Einzige, der ihn noch versteht. Genau, das darf nicht passieren, sondern das muss so überschaubar sein, dass ich noch flexibel bleibe. Ja, ganz genau. Ja. Denke ich schon. Also das sollte auf jeden Fall, diese Modularisierung sollten wir auf jeden Fall im Blick halten für die Diskussion im nächsten Jahr. Gerne, gerne. Ja, wir glauben da ziemlich stark dran, dass das Möglichkeiten für die Zukunft eröffnet, die heute nicht gesehen werden. Aber die Leute machen jetzt auch die ersten Erfahrungen mit ihren Chatbots
Und ich glaube schon, dass es so ein Stück weit die Erfahrung ist, dass je kleiner ist, desto schneller, desto sicherer ist das Projekt. Aber es ist nicht wahnsinnig von Wert für den Anwender. Ist natürlich auch ein absolut interessantes Studienobjekt. Wir haben ja mit dem Corona-Chatbot dann die ganzen Phasen erlebt. Der kam im April auf die Webseite, auf die Webseiten in dem Fall. Und im April war dann auch durchaus Interesse da. Und dann ist es echt abgeflaut. Da waren dann noch vielleicht 100 Leute am Tag, die sich dafür interessiert haben. Und dann Anfang Oktober, wir dachten, das sei normal, Anfang Oktober weiß ich nicht, da habe ich dann abends nach der Nutzungsstatistik geguckt und war sehr, sehr verblüfft, als wir 1000 Anfragen an einem Tag hatten. Und das ging dann hoch bis auf 3.500 Anfragen am Tag. Und wir haben dann manchmal von Kunden die Anfrage, sagen Sie mal, unser Chatbot wird nicht arg häufig verwendet. Woran liegt es? Vielleicht findet ihn keiner. Ah, oder das Thema ist nicht wichtig. Also ganz häufig wird dann gesagt, nein, ist der Chatbot wichtig. Ah, der Chatbot ist ja auch bloß ein Bote. Aber wenn das Thema jetzt für die Teilnehmer nicht wahnsinnig spannend ist, dann wird da nicht drauf zugegriffen. Und wenn das natürlich ein kleines Mini-Thema ist, dann ist es nicht spannend. Je mehr ich dann natürlich anbieten kann, desto spannender, desto nützlicher ist es für Anwender und dann wird er auch verwendet und dann rentiert er sich natürlich auch. Und dann kommen wir an die 30%, ihr weißt. Das bedingt aber auch als weiteren Punkt, den ich so ein bisschen sehe, dass wir nächstes Jahr stärker auch, naja, unser Content Management im Unternehmen natürlich betrachten müssen. Also wenn ich dann Chatbot-Projekte sehe, dann sind das halt Chatbot-Spezialisten, die vielleicht sogar aus dem Conversation Design daherkommen, oftmals aus der Kundenkommunikation dort verankert sind. Webseiten und Webseiten-Content sind dann nochmal ganz andere Leute. Und ich meine, das muss ja auch zusammengeführt werden. Das ist ja, also wenn wir über Webseiten sprechen und sagen über moderne Webseiten, die losgelöst von irgendwelchen Auslieferungskanälen ihren Content halten, dann ist das ja die Wissensbasis, mit der auch die Chatbots dann in Zukunft arbeiten sollten, oder? Absolut, ja, ganz genau. Du bist wirklich direkt drin an dem Markt. Also, es macht keinen Sinn, zum einen mal irgendwelche Inhalte zu doppeln. Ich meine, das ist ja kostenseitig nicht wahnsinnig sinnvoll. Und auf der anderen Seite ist diese Pflege der Inhalte irgendwo ein ganz ähnlicher Prozess. Und ich habe natürlich die gleichen Leute da drin. Und dazu kommt noch, dass es natürlich Sinn macht, eher redaktionelle Kräfte auch mit der Pflege eines Bots zu beschäftigen. Wenn wir jetzt vorher gesagt haben, die müssen schneller werden, dann kannst du ja nicht immer den Profi reintun, der am besten ein Analytiker, ein Programmierer und Dialogdesigner ist, der dann sehr teuer ist und den du nur stundenweise kaufen kannst. Und den brauchst du dann, wenn du eine Tarifänderung durchführst, das kennen wir halt von einem Fall, eine Tarifänderung durchzuführen und das dem Chatbot beizubringen, kostet 30.000 Euro. Das wird nicht gehen, sondern das muss ratzfatz gehen und das muss über so eine vergleichsweise schnell einführbare redaktionelle Kraft gehen. Insofern ja, das Content Management und Chatbots, das wird sich mehr die Hand geben. Die Prozesse im Background werden sich mehr die Hand geben mit Chatbots und Chatbots werden da immer mehr reinwachsen. Das wäre schon so Also die. 2021 wird das Jahr der Integration sein in Geschäftsprozesse, in Chatbot und Chatbot-Integration und Chatbot-Dialoge mit Content-Management-Integration. Chatbots sind ungern allein. Sehr schön. Ja, haben wir doch den zentralen Trend herausgearbeitet oder habe ich jetzt in die falsche Richtung geleitet und du hast noch andere Trends, die wir vergessen haben? Nee. Also sag mal, es gibt sicherlich noch andere technische Anforderungen, die da eine Rolle spielen. Es wird sicherlich auch so sein, dass das Sprachverständnis von Chatbots sich im Laufe der Zeit optimiert. Es wird auch so sein, dass man vielleicht auch eher Klassen und Services anbieten wird, also zum Beispiel Klassen von bestimmten Begriffswelten. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass wenn man erstmal so in Richtung von so kleinen Bots ist, dass man sich dann bei irgendjemand schon vorgefertigten Bot kaufen kann, den man nur noch für seinen eigenen Fall customized. Aber die Richtung, vielleicht kann man gerade so die Überschrift machen, Chatbots sind ungern alleine, die möchten einfach immer nur im Rudel auftreten, wie Schuhe, dann passt das als Zukunftsbeschreibung aus meinem Blickwinkel ganz gut. Sehr schön. Das ist doch ein schönes Fazit unseres Gespräches. Wir sind auch bei 15:44 Uhr angekommen, also sprich am Ende. War sehr kurzweilig. Vielen Dank dir, Harald, für das Gerne, tolle danke dir, Frank. Gespräch und den Ausblick. Vielen Dank auch für die Zuhörer. Jetzt Fragen. Ich habe immer mal wieder geschaut, gab es heute leider keine, aber es haben trotzdem einige zugeschaut und geliked. Also vielen Dank dafür und auch für jene, die das nachschauen bei uns natürlich in der Mediathek.
Nächste Woche gibt es wieder ein Shift-CX-Talk am Nachmittag, Donnerstagnachmittag, da stärker in Richtung CRM, unter anderem mit dem Ralf Korb, dem Guru für das Thema CRM-Management in Deutschland. Wir sind ein bisschen später dran nächste Woche, erst um 16.30 Uhr, weil noch der Thomas Wiebeneit dabei sein wird, der aus Seattle dazu geschaltet ist. Und da ist es so spät wie möglich, am besten für ihn. Genau, das ist nächste Woche. Gleichsam haben wir dann auch in 2 Wochen unsere Auftaktveranstaltung für die Shift-CX 21. Darf ich alle ganz herzlich einladen, sich zu registrieren. Es ist kostenfrei. Ein Vormittag am 16.12. Vormittag, wo wir nochmal die Trends diskutieren, die wir im nächsten Jahr sehen mit verschiedensten Experten. Auch Harald, ich muss dich auch gleich noch fragen, ob du noch doch Zeit hast, dazuzukommen, wo wir über das Thema CX im Wandel, aber auch über Chatbots, genauso wie über das Thema Marketing Automation verschiedene Diskussionsrunden haben, weil das unsere Kernthemen sind, die wir auf der Shift CX 21 diskutieren wollen. Das am 16.12., also heute gleich registrieren. Und wir sehen uns dann entweder nächste Woche oder am 16. oder bei irgendwelchen zukünftigen Talks im nächsten Jahr. Bis dahin bleibt alle gesund. Wir sind raus und du bleibst aber noch kurz da. Wir koppeln uns nur kurz vom Stream ab. Tschüss. Tschüss.